It's all about humanity. Moin meine Freunde und willkommen bei einem neuen Simply Video. Wir kaufen hier als erstes einen Kyanidbogen plus 9 auf Azrael mit Doppelhalbmenschen und 12 Wit, weil wir sind eine Woche nach Azrael gegangen, weil ich ein bisschen was kaufen wollte und ein bisschen was wollte, weil es einfach günstiger ist. Und so habe ich mal ein bisschen Content am Start wieder für euch. Und da ich den einen oder anderen Stein mir noch für mich selbst holen wollte, werde ich das euch natürlich alles noch zeigen. Als erstes haben wir hier einen Exe-Dia getried, in der Hoffnung, dass wir da was Schönes reinkriegen. Er hat auf jeden Fall geklappt, immerhin besser als die letzten Parts, bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Aber der muss halt erstmal noch was Gutes haben, würde ich sagen, ne? Also wenn der scheiße ist, nicht gut. Und ja, Widerstand FKS, ich war zufrieden, wunderbar. Als nächstes haben wir dann hier wieder ein IQ-Paket gekauft. Ihr seht aber auch schon rechts, weil ich so ein bisschen eingekauft habe, einfach das, was auf Germania Mangelware ist, ein paar Monis generell, weil die einfach viel günstiger sind, habe ich auch noch mitgenommen, einfach weil ich die ein bisschen auf Germania brauche. Wenn ich Titanis ab möchte, habe ich Gewebe Plus, die sind einfach unmenschlich teuer bei uns, die kosten über 10 KK das Stück manchmal. Jetzt gerade glaube ich nur 5 KK, aber es gab eine Zeit, da haben die Dinger 10 KK das Stück gekostet, das war einfach viel zu viel. Deswegen haben wir die Sachen einfach mal geholt. Als nächstes habe ich mir einfach mal gedacht, komm, ich habe noch nie Vierersteine so wirklich gut reingekriegt in einem, ja, Handschuh. Das probieren wir natürlich einfach mal aus. Habe mir einfach mal 3 Steine geholt, habe einen Plus-Vierer-Handschuh geholt. Die sind auch unmenschlich teuer bei uns zurzeit. 50, 60 waren einfach ein Plus 0, das ist extrem viel. Und naja, Steine plus 3 war bis jetzt noch nicht so erfolgreich. Habe natürlich nicht aufgehört, habe mir immer 3 Steine geholt und... Naja, Johara-Handschuhe sind, weiß nicht, irgendwie die Steine, habe ich das Gefühl, die klappen schlechter als normale Steine. Oder ich bilde mir das einfach nur ein oder ich habe einfach nur Pech. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, die kosten halt hier auch nur ein Won, die Steine. Deswegen ist das halt noch ertragbar. Wenn man sich überlegt, die kosten bei uns halt 2, 2,5 Won zum Teil. Das ist dann schon ertragbar. Und wenn das Ganze dann, was weiß ich, 20 Steine maximal kostet, ist das noch okay. Aber bis jetzt ist halt noch nicht mal ein Stein drin. Und mir ist es halt wirklich komplett egal, welche Steine reingehen, auch wenn da innen drin ist. Je nachdem, was für IQ man hat, kann man ja am Ende kombinieren. Dann ist das auch wurscht. Und da ist auch endlich der erste Stein drin gewesen. Es war natürlich in, das war zu erwarten bei mir. Ich habe da einfach kein Glück mit. Aber trotzdem, der erste ist drin. Fehlen nur noch 2 Steine. Nur die Steinhandbücher werden langsam eng, was ziemlich ärgerlich ist. Ich habe da nicht ernsthafte Lust, da mir noch ein paar Hydratruhen aufmachen zu müssen, um einfach Steinhandbücher zu kriegen. Aber es sieht sehr stark danach aus. Nochmal 2 Steine, ist wie gesagt ein Stein, es waren fast 20 Steine, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Oder knapp 20 Steine, die wir jetzt da versucht haben einzufügen. Und es hat einer geklappt, also das sind 20 Wonnen gewesen, die wir einfach in die Tonne geworfen haben, so gesehen. Und naja, wenn jetzt die nächsten klappen sollten, wäre das noch okay, ich weiß nicht, wir haben mal 60 Wonnen ausgegeben für den Handschuh. Ein bisschen viel am Ende doch, so viel wollte ich nicht ausgeben. Ah naja, dann haben wir Hydratum geöffnet, das habe ich jetzt nicht gezeigt euch hier. Ich habe einfach nur so geöffnet, bis ich da Steinhandbücher rauskriege. In der Hoffnung, dass die ganzen klappen. Dann haben wieder 2 fehlgeschlagen. Es wollte einfach nicht. Es wollte einfach nichts rauskommen. Aber am Ende, ja, irgendwann muss halt alles irgendwann mal klappen. Dann wurde ging endlich mal einer rein, kam Rest rein. Hauptsache irgendwas drin. Jetzt fehlt nur noch ein Stein, der rein muss. In der Hoffnung, dass es jetzt auch noch relativ schnell klappt, haben wir wieder nochmal ein paar Hydratonen aufgemacht, damit wir Steinhandbücher haben. Und ja, dann Gott sei Dank war er endlich drin. Ich glaube, jetzt haben wir insgesamt fast 40 Wonnen für die Steine ausgegeben. War schon heavy, hätte ich nicht mitgerechnet, aber ich habe auch noch einen magischen Stein gezogen. Deswegen war das Ganze dann halb so wild. Dann haben wir uns mal ein paar Saphire geholt. Die kosten halt hier nur 40 KK, die antiken Mons. Kosten sie halt einfach mal 1 Won knapp. Ist halt heavy, deswegen haben wir da mal gedacht, komm... Hab mir mal einfach Saphire darauf los, ein paar Antike habe ich mir geholt, ein paar Legis und so weiter und so fort. Einfach mal, dass wir einen Exit Try vielleicht haben. Und schauen wir mal, was daraus wird. Ein paar Legis kommen da auf jeden Fall noch raus, aber so wirklich alti Luck habe ich in letzter Zeit ja nicht. Okay, der Dia jetzt am Anfang, im letzten Part auch der andere Dia, aber da waren ja auch 150 von Minus. Ist okay, also beschweren kann ich mich eigentlich nie bei Alti. Am Ende bin ich meistens immer relativ neutral. Manchmal habe ich ein bisschen mehr Glück, manchmal mehr Pech, aber ist halt so, kann ich auch nicht ändern. Ja, die mythischen Tries, ja, 2 hintereinander geklappt, war richtig gut. Nochmal einer geklappt und ja, nochmal einer geklappt, das war richtig heavy. 4 Stück hatten wir dann da. Die Bonis waren mir eigentlich völlig egal zu dem Zeitpunkt, also da, das war mir eigentlich komplett egal. Dann habe ich mir gedacht, komm, holen wir noch ein paar Loopies. In der Hoffnung, dass wir da nochmal einen schönen Brilli-Try haben werden, dass das klappt, das wäre schön. Und ja, der Brilli-Try hat leider auch fehlgeschlagen. Ziemlich ärgerlich, meiner Meinung nach. Also ich habe mir das schon gewünscht, dass ich da gut hoch ab. Und dann hat noch ein Saphir fehlgeschlagen. Dann hat noch ein Saphir fehlgeschlagen. Das ist halt unglaublich, was man manchmal für Pech haben kann. Das sind 70% Chance. Das haben 4 Versuche hintereinander fehlgeschlagen. Das ist halt richtig, richtig heavy und tat auch schon sehr, sehr weh.
Ja, dann den nächsten Try, der hat auch fehlgeschlagen. Habe ich Legi versucht, der hat auch fehlgeschlagen. Habe ich mir wieder einen klaren geholt, dann ist er Loopy geworden, Gott sei Dank. Und ja, der Brilli-Try hat dann Gott sei Dank geklappt. Und was hat der? Stark gegen Nina, stark gegen Charmy, Abwehrkrieger ist okay. Kann man aber immer noch weiter, wenn ich irgendwie noch einen zweiten Stein haben sollte. Also erstmal wird er so bleiben. Habe mir nochmal ein paar Antike geholt. Nochmal ein bisschen weiter zu haben. Sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Geklappt, alles geklappt. 50% Chance, irgendwie klappt das besser als 70%. Keine Ahnung wieso, es hat alle Steine geklappt. War heavy, aber naja. Dann mythisch hat der zweite Versuch das erste Mal geklappt. Dann wieder einer geklappt. Dann wieder einer geklappt. Das ist halt... Das kann man keiner erzählen, was da gerade passiert. Also, das ist brutal, wie viele da gerade geklappt haben hintereinander. Dann wieder einer geklappt und dann noch einer geklappt. Das waren einfach mal 7 Steine, die geklappt haben. Von 11 Versuchen, wenn ich jetzt 11 oder 12 Versuchen, das ist halt wirklich eine sehr, sehr gute Quote. Dann haben wir die natürlich auch weiter gehabt, weil ich möchte natürlich noch einen Brilli-Try haben. Und da klappt auch jetzt diesmal alles, bis auf der letzte. Den versuchen wir natürlich auch noch hoch. Dann haben wir hier 4 klare und hoffe, dass jetzt hier nochmal da 2 Loopies rauskriegen. Und der erste Try hat leider fehlgeschlagen. Ich habe mich so geärgert, auch wenn so viel geklappt hat. Aber wir haben jetzt noch einen Loopy, einen klaren hier. Und ja, natürlich holen wir uns dann noch einen klaren. Wir haben ja noch das One. Der hat leider fehlgeschlagen. Holen wir uns noch einen klaren. Dann haben wir den Loopy Gott sei Dank gehabt. Den haben wir natürlich dann auch auf Brilli versucht. In der Hoffnung, dass der jetzt klappt. Dann haben wir echt gut One ausgegeben. Ich glaube 120 One haben die Saphire dann gefressen. Er hat geklappt. Bin ich mit zufrieden. Jetzt schauen wir natürlich noch, was der schöne Stein am Ende hat. Und ja, ich bin absolut zufrieden. Zweimal Abwehr, Starkkrieger. Echt ein super Stein geworden. Hätte ich nicht mitgerechnet. Kriegen wir wieder 200 Won für, das heißt 80 Won haben wir mit dem Schein locker flockig wieder plus gemacht. Als letztes nochmal hier kaufen wir einen perfekten Dia auf Germania für 170 Won. Den verkaufen wir 239 Won. Und ja, hier nochmal 2 Fragen. Und das erste, was wir machen, wir tauschen einen Rubin mit FKS. Ja, sorry, ich habe halt manchmal Sprachfehler, okay? Mein Gott, tut mir leid. Aber es ist ja auch menschlich. Was ist ein Simpli-Video ohne einen kleinen Fehler, würde ich sagen. Und ob ich meine Items zeigen würde im nächsten Video, das Ding ist halt, ich habe jetzt Equipment-Shows erst gemacht gehabt, da hat sich nicht viel geändert. Schau dir einfach meine Equipment-Shows an und dann hat sich das auch erledigt, also. Ja, ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, darüber würde ich mich freuen und ciao, Freunde.